Hallo Welt. Hallo Joko. Hallo Sandra. Hallo Ritchie. Ja, wir wollen nach Selene. Auf nach Selene. Pass auf, nicht, dass du den Gefangenen erschießt. Ich kann gar nicht schießen hier mit dem Ding, dann fliegt das ganze Teil da in die Luft. Okay. Hast du? Ja. Cool. Das gibt Punkte. Ein Vorteil. Keine Angst. Gott sei mir gnädig. Hilfe! Ja, da könnte ich auch mal während der Fahrt, du fährst, ja, reinschauen. Ja. Traust du mir? Ja, aber du musst das Auto ein bisschen anders parkieren. Vorsicht vor Leuten mit Körperverletzungen, hast du gehört? Wo bist du? Ah, ich will dich nicht. Ich wollte schon sagen, hast du jetzt unbedingt gerettet, was? Warum haust du ab? Ich wollte nicht. Ich fährt und wir schauen mal. Oh, 17 Stück. Oh, böse Buben hier. Also böse, ja. Aber schon gut. Wir sind zu weit gefahren, oder? Nee. Du bist noch weit. Weiter. Ein Grab des Inquisitors. Ich glaube, bleib mal lieber nicht stehen. Meinst du, die klauen unser Auto? Nein, aber ich weiß ja nicht, ob sie alleine ist. Ist alleine, okay. Oh. Du, ich brauche hier mal jemanden. Wenn du Zeit hast. Oh mein Gott, Alter. Ich bin in der verficktesten Klemme, die es je auf diesem Planeten gab. Ich baue diese Kräuter an. Weißt schon. Kräuter. Frag nicht, was für welche. Welche die wirken, weißt du, von der Art. Ich wandere hier so rum mit meiner Reiseapotheke und dann fällt sie mir runter. Einfach runter. Über den Rand dieses Schlaglochs oder was das ist. Da unten ist da Gras. Ist ein Jahresvorrat selbstgezogenes Zeug. Hoppla. Oh, hast mich unten geschmissen schon. Ich? Ja. Warum? Hier ist Gras. Ja, aber warum schmeißt du mich runter? Ich hab dich gar nicht geschmissen. Ich hab dich gar nicht geschmissen. Ich bin übrigens Selene. Wie Sellerie. Ich bin gesprungen. Bin ich da automatisch Schmied oder wie? Das verstehe ich auch nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da ist gutes Zeug drin, aber es fiel runter. Dann, auf eine Plattform in diesem Zementloch. Sie redet noch, oder? Kannst du's raufholen, wenn du schon da unten bist? Meine Queen! Meine Beste! Danke. Ich hätte auch alleine. Ich dachte nicht, dass du hinterher springst. Ja, wir sind ein Team. Obwohl ich noch gar nicht springen wollte. Habt ihr hier irgendwas Interessantes zu labern? Ich war fasziniert von ihrer Frisur. Ja.
Aber, ja. Tut mir leid. Da war ich auf einmal im Wasser. Oder hat die mich geschubst? Das glaube ich nicht. Hier. Wollen wir mit interagieren? Sektennotiz? Oh. Okay, gelesen. Der Kollaps ist da und wir sind nicht vorbereitet. Wir müssen hier alles schnellstmöglich wieder aufbauen, wenn das ein Unterschlupf werden soll. Und da ist schon wieder etwas undicht, aber keine Panik. Die zwei gelben Ventile regeln das Wasser. Wir können sie zudrehen, um das Wasser aufzuhalten, während wir reparieren. Aber wir müssen aufpassen, dass sie zubleiben. Sonst steht alles unter Wasser. Sollen wir die aufmachen hier? Ich habe jetzt einen aufgemacht. Den machen wir auch auf. Hoppla. Wir müssen ja hin. Oh, das Wasser steigt aber verflucht schnell, meine Queen. Wir müssen ja zurück zur Haupthöhle. Mir nach. Siehst du mich? Ja, ich höre dich. Auf den Fersen. Also, ich werde mich... Oh, hier müssen wir tauchen ein bisschen. Schaffst du? Also, ich werde mich in Zukunft zurückhalten, ja? Wo sind wir denn? Wir sind im Loch, aber ich sehe kein Gras. Wir müssen noch weiter. Das ist wahrscheinlich noch nicht fertig. Aber bevor wir hier sind... Okay. Jetzt wiederum ist das Nichtsteigen des Wassers problematisch. Es muss steigen. Du musst mehr Wasser besorgen. Sieh dich mal um. Schon nervig, die Frau. Mehr Wasser. Musst du auf Toilette? Sollen wir es hier rumgucken? Wegen Wasser? Ich glaube, das reicht nicht, oder? Vorsicht, was ist, wenn hier Spinnen sind oder so? Oh. Geht's nicht weiter? Hier ist was zum Einsammeln. Oh ja. Okay. Black Horse ist hier. Da waren wir. Ach so, ja. Hier geht's weiter. Aber Vorsicht. Nicht, dass dich irgendwas anspringt nachher aus dem Wasser. Oh ja, wilde Hunde. Perfekt. Die haben hier unten noch gelebt, die Hunde? Ich wundere mich auch. Ich frage mich, was die gefuttert haben. Tresor? Ja, den Rest der Geschichte hat sie über Funk jetzt noch durchgegeben, gerade nachdem wir runtergesprungen sind. Ja. Aber trotzdem, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre lustig. Hier ist noch was zu plündern. Hier geht's nicht weiter. Müssen wir runter? Nö. Oder? Schon ein paar Mal gemacht hier und ich weiß es immer noch nicht. Starke Strömung hier unten, oder? Ja. Oh oh. Gleich. Leiter, links ist eine Leiter. Oh Gott. Bin ich etwa immer noch in Rüstung? Ja. Das geht doch gar nicht. Ich muss doch irgendwas anderes an. Oh, Suchgebiet.
Ja, wahrscheinlich wieder hier alles auf. Steht hier nicht ein Zettel, wie das geht? Moment, ich muss mich erstmal umziehen. Ist das in Ordnung für dich? Ja, ja. Oh, Wasser, was können wir denn da Schönes anziehen? Haben wir einen Taucheranzug? Also es blinkt, aber ich weiß nicht, was wir machen sollen. Draufschießen. Taucheranzug. Ist das hier ein Taucheranzug oder... Oder eher das hier? Ich kann ja nichts machen. Keine Ahnung. Nur ziehen wir das an, das kommt dann im Taucheranzug am nächsten. Vorsicht! Entschuldigung! Ich hab am Rad gedreht schon wieder. Da war ein Rad und ich dachte mir, Ja, ist ja gut, ich konnte es nämlich nicht. Und jetzt? Da sind noch mehr Räder. Hier ist kein Wasser drin. Hier. Okay, was immer du da vorhin gezaubert hast, du musst es nochmal machen. Dreh an einem Knöpfchen oder wackel an einem Stecker oder so, um mehr Druck zu geben. Halt. Bevor wir was drehen, hier führt Wasser rein. Hier führt Wasser rein, hier kommt Wasser raus. Okay. Und hier ist ein Zettel. Oh, gut. Sektennotiz nochmal. Diese Nachlässigkeit beim Wassersystem wird uns noch das Leben kosten. Wenn du alle Ventile aufmachst und vergisst, die Röhre zu öffnen, die das Wasser wieder rauslassen, wird das Silo geflutet und wir werden alle sterben. Wir haben schon genügend Prüfungen auferlegt bekommen mit Hunger und Krankheit. Wir haben keinen Vater, der uns durch die dunklen Jahre führt. Eine Flut würde uns sofort zur Strecke bringen. Also was hat er jetzt gesagt? Alle Ventile hin, auf. Alle. Ja, aber wieso kann ich denn nicht? Ich hab das mal geschlossen. Du hast gesagt... Weißt du, was hier war? Eden. Eden's Gate Sekte ist das. Die hinführen, aufmachen, oder? Ich hab keine Ahnung, Gretchen. Also, mach mal von vorne. Ich hab das geschlossen. Moment. Das muss geöffnet werden. Öffnen. Okay, das ist geöffnet. Das hier muss geschlossen werden. Oder? Das ist zu. Und das muss... Ja. Jetzt sollte es doch eigentlich Peng machen, oder? Da gibt es hier noch ein Rohr. Müssen wir die doch öffnen hier? Gut, ich mach mal auf der anderen Seite das auf hier. Dann das ist auf. Einfach das jetzt. Auf. Ach, da oben ist noch eins. Das muss noch auf. Jetzt. Jetzt? Naja, jetzt sollte es eigentlich hier Peng machen. Ja, das hat was gebracht. Schließen. So, jetzt. Macht nichts. Nur finden wir überhaupt den Weg wieder zurück gleich? Nee. Oder? Öffne alle Eingangsventile und schließt alle Ausgangsventile, um Druck und Wassertank aufzubauen. Also. Das sind die Ausgangsventile. Das ist zu. Das ist zu. Ausgang. Das ist Eingang. Das ist offen. Ach nee, das ist zu gewesen. Okay. Und hier oben? Jetzt? Nö, hier oben, das ist
Das geht auch rein. Das ist offen. Das ist offen und dieses hier ist doch auch offen, oder? Nee, das war zu. Okay, jetzt. Ja, das ist ein Ausgang hier. Das ist auch ein Ausgang. Ja. Die schließen. Ausgang schließen. Ja. Aber ich verstehe nicht. Es ist offen. Es soll ja da reinfließen. Das ist Eingang rein. Das ist raus. Ja, sind das eigentlich ist auch raus. Sind alle offen. So ist das eigentlich richtig. Sollen wir die Ausgänge mal aufmachen? Vielleicht ist das zu viel Druck jetzt, wenn alle gleichzeitig da reinfließen. Was meinst du? Sollen wir die Ausgänge mal aufmachen? Vielleicht ist das zu viel Druck, wenn wir die jetzt aufmachen. Dann platzen die Rohre hier unten vielleicht. Mach mal. Sind alle Eingänge offen? Ich habe keine Ahnung, ich habe immer nicht gesehen. So, dann machen wir die mal auf. Ja, ja, das ist ein bisschen viel Druck hier für diese dünnen Rohre hier. Also das klingt vielleicht irrational, aber wo ist das gemacht? Ich hab die beiden hier vorne. Was hat sie gesagt? Krokodil? Ich hab die beiden, die vorne geöffnet. Ich glaube, wir sollten schnell raus, oder? Ertrinken wir gleich? Wo müssen wir hier mit hin? Ich weiß es. Hier rechts, aber das ist doch nicht richtig hier. Da. Das kann nicht richtig sein. Das ist nicht. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Oh, ich komme nicht. Ich schaff's nicht. Ich werde ertrinken, Michi. Ich komme nicht runter. Vielleicht komm, wieder zurück, zurück, zurück. Zurück, bevor du ertrinkst. Sowieso ist Wasser schon zu sehr gestiegen. Hier durch. Hier durch, 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 durch. Können wir oben, können wir atmen, hier. Also nochmal, wo müssen wir entlang? Hier vorne, mir nach. Ich suche den Weg. Ich bin mir nicht sicher mehr, wo das war. Schon zweimal gemacht. Das dritte Mal jetzt. Die große Suche. Aber hier können wir immer wieder atmen oben. Sie hat irgendwas von Krokodilen gesagt. Vorsicht, da ist eine Tür. Ah, okay. Jetzt glaube ich, dass hier ein Krokodil. Bitte? Ich glaube nicht dran, dass hier ein Krokodil ist. Okay. Oh, Maulwurfsratte. Oh, süß. Hier ist Ende im Gelände. Dann, Nee. Wir schaffen das. Dass man natürlich nicht atmen kann. Ein Vogel? Und nun? Ich habe einen Vogel zwitschern gehört. Hoppla! Erhöhe den Wasserstand nochmal. Da kommt nichts raus aus dem Rohr. Es war da noch was, was wir machen sollten. Komm, wir gucken mal hier draußen. Hey, du brauchst nur ein bisschen mehr Wasser. Versuch mal die Leiter da. Guck mal hier draußen. Alter. Ja. Schlangen sind nicht komisch. Die sind überhaupt nicht gechillt. Pass auf, wo du da unten hintrittst.
macht uns ja. Schlangen auch? Ich höre hier was klappern. Hier hoch. Oder? Darum. Es zischt was. Musst du es zischen? Ja, es klappert was. Ich glaube, die Klapperschlange. Was ist die denn? Hier oben ist eine. Ja, so laut. Sollen wir die schießen oder sollen wir die am Leben lassen? Schießen. Zumana. Oh, Schlangen können doch schwimmen, oder? Nicht alle. Da ist ein Tresor. Tresor. Hier lang? Ja, ich denke auch. Was sind das für Geräusche? Was ist das? Hier so ein Fluchtfass. Wie kam der denn hier rein? Bestimmt alle hier rein. Das ist so eine Art Arche Noah. Wo es Schlangen gibt, gibt's auch Krokodile. Oh, nee, warte. Das war Wasser. Da wird's runtergehen. Aber hast du sonst noch was hier gefunden? Nein, nur diese gelbe Kiste dort. Und den Zettel hier. Noch eine Sektennotiz. Wir lagen im Sterben, abgestumpft, krank und am Verhungern, bis Joseph höchstpersönlich oben am Silo auftauchte. Alles, was er gesagt hatte, war eingetroffen. Und ich hatte es gewusst. Ganz tief in meinem Herzen wusste ich, dass der Vater lebt. Ich habe mehr Vertrauen in ihn denn je. Er sagt, dass wir die alte Welt hinter uns lassen müssen. Und das ist in Ordnung, weil ich diesen verdammten Ort nie wieder sehen will. Soll doch alles buchstäblich untergehen. Ich steige hinauf in ein neues Eden. Ja. Was haben wir gesagt? Wo müssen wir hin? Hier runter. Ist ein Ventil, aber damit können wir es ab. Ich bin nicht sicher. Vorsicht! Noch eine. Links von dir. Die hat zum letzten Mal gezischt. Hier weiter. Wasser. Haie. Krokodil! 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 Da war ein Krokodil. Ist das das einzige seiner Art hier unten? Ich hoffe, ich zumindest. Wenn ich nicht noch einen anderen Film habe, dann ist alles gut. Okay, weiter. Ich hoffe, es war das Einzige. Ein ganz schön einsames Krokodil. Mal öffnen. Ja. Oh, Kackwurst. Das Wasser steigt schnell. Beweg deinen Arsch. Alter, los, 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 los. Da ist die Treppe. Ah, kein Problem. Das Krokodil hat es ja auch irgendwie geschafft. Wohin, Richie? Ich folge dir. Ich weiß gut. Jetzt nehmen wir die Treppe hier. Hör mal, du bist ja voll die Superheldin, was? Ein super krasses Fitness-Genie. Du schaffst das, ich glaub an dich.
heilige Tittenfeder, du hast es geschafft! Hol mein Zeug, okay? Meine Reiseapotheke. Boah. Nicht vergessen, okay? Bitte hol sie. Da muss man sich aber ganz schön anstrengen, um an sein Gras zu kommen hier. Ja. Kräuter, Kräuter. Selbst angebaute Kräuter, hat sie gesagt. Ach, das dauert noch ein Minütchen. Komm! Gib mir das Zeug. Ich liebe dich, verfick nochmal! Ich werde weiterleben! Kein Tod für mich! Kein Tod für dich! Wir können weiter durch die Landschaft stolpern! Ich dachte gerade, ich wäre heil. Alles gut. Heute wird mich keine Fleischvergiftung lahmlegen, ihr Bazillenficker. Oh, geil. Ja, immer her damit. Oh, du süßes Sahneschnittchen, sie ist zurück. Das macht das Leben so viel einfacher. Jetzt kann ich mir meine Mückenstiche aufkratzen und sich entzünden lassen, ohne 3 Wochen später tot umzufallen. Danke, echt jetzt. Ich hatte eigentlich vor, Leuten zu helfen, statt Wurzeln und Schrott zu sammeln, wie ein dreckiger Messi oder so. Also, hast du was dagegen, wenn ich mit dir mitkomme? Ich kann mein Labor im Garten deiner Bude einrichten oder so. Und ich kann dein Immunsystem ankurbeln und dafür sorgen, dass du dich super fühlst. So Kondition und so ein Kack. Ich baue mein Zeug einfach da auf, ja? Ja, ich gehe dann jetzt und richte mich ein und alles. Danke nochmal, Schnecke. Ja, mach's gut. Ja. Wir sehen uns. Abgeschossen. Also allein hätte ich es nicht geschafft, Gott sei Dank. Doch, 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 doch. Meins, ach, natürlich. Eine Koordinierung da. Gibt's noch was zu tun? Die hatte schöne Tätowierungen am Bein. Ich habe nicht die Beine geguckt, ich habe nur Tätowierungen geguckt. Grab des Inquisitors, 1 von 6, was? Okay. Ach, hier gibt's wieder Komponenten zu sammeln. Ja. 6 gibt es. Eine habe ich. Ich habe 2. Wo war denn die andere? Ach, hier. Ja. Okay, 2. Ich muss mitzählen, weil ich das auf der Karte dann nicht sehe. Ich folge dir, damit wir auch beide die Sachen dann haben. Okay. Du gehst da runter. Hier, 3. Sonst noch was hier? Die gelbe Kiste oben drauf. Hier ist noch eine, 4. Also hier unten ist nichts weiter, oder? Scheinbar nicht, nein. Hier oder nach oben? Also 4 Stück haben wir. Okay, hier in der Ecke ist noch... 5. Ja. Nur noch eine Richie. Ja, das ist wieder die, die so gut versteckt ist. Ja? Hier ist eine. Oh, da. War doch nicht so gut versteckt. Gut, Grab des Inquisitors haben wir. Und hier ist jetzt irgendwo... 110 Meter, da zogen wir uns noch in dieser Folge und dann ist auch der Part schon langsam fertig. Ja. Das war diesmal ein guter Part. Wo kann er da? Glück gehabt. So. Ja, damit bedanken wir uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja, Daumen hoch für euch.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.